Ja. Hallo, liebe Hallo Isis, wie schön, dich Nike. wiederzusehen. Grüß Ja, dich. schön, dich zu sehen. Wir haben zwei Themen, wie immer. Auch heute wieder. Genau. Auch heute gibt es wieder einiges Nettes mit allen zu teilen, ne? So ist Ja. es. Wir machen das letzte Video heute zum Thema Kontexte. Das ist echt ein bisschen ein Jubiläum, ein erster Abschluss quasi für unsere erste Themenreihe. Und danach geht es ja weiter mit dem Thema Kontakte. Kontext ist also quasi heute dran und wir werden uns mit den zwei Themen beschäftigen. Einmal, wie entsteht Sinn in Gesprächen? Vor allen Dingen, wie entsteht Sinn in Gesprächen im Kontext? Das ist ja gerade der Punkt. Es geht um Kontext, das ist unser Thema, Es geht um genau. Kontext, so ist es. Und zweitens, inwiefern werden wir durch die Reflexion im Hier und Jetzt zu sein handlungsfähig? Also indem wir uns auf den Kontext einstellen, in dem ich selbst gerade bin, in dem mein Gegenüber gerade ist. Inwiefern hängt das zusammen mit dem Thema handlungsfähig sein und wie kann ich das für mich selbst sicherstellen? Du, da fällt mir sofort der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas ein Ja, zu diesem genau. Thema von Sinn der Gespräche, ne? Das ist eine super interessante Sache. Was Jürgen Habermas nämlich zum Thema, wie entsteht Sinn, zu sagen hatte, das hat er in eine Theorie eingebaut, die sich darum dreht, dass wir beim Sprechen also quasi in eine Handlung gehen, also das Sprechen eine soziale Handlung ist und dass wir mit dem Gesagten auch etwas auswirken können. Die performative Theorie, also die Theorie über performative Akte. Und davon gucken wir uns jetzt einen ganz kleinen Baustein ein, der für unser Thema jetzt wichtig ist, über Ja. das Thema, wie entsteht überhaupt Sinn. Ich glaube, so die landläufige Vermutung der meisten Menschen wäre sicherlich, dass in dem Moment, wo ich etwas sage, ich den Sinn in meine Worte gebe. Und ich damit was zum Ausdruck Ja. bringe und dann mein Gegenüber dann quasi abrufen kann und dann weiß, was ich sagen wollte. Ist so der gängige Das Gedanke würde bei man so vielen, erwarten, kann man ne? immer Das wieder feststellen, ja. genau, dafür lernen wir dann irgendwelche Vokabeln, um uns das auch in Fremdsprachen zum Beispiel beizubringen und eben auch in unserer eigenen Sprache. So, und jetzt kommt Jürgen Habermas daher und erzählt eine ganz andere Geschichte. Und er sagt nämlich, der Sinn von Worten oder von einem Gespräch entsteht beim Sprechen und zwar beim Zuhörer. Das ist eine ganz spannende Sache. Das heißt, er gibt komplett den Ball ab an den Zuhörer. Das heißt, der Sinn entsteht bei der Person, die die Worte hört, in dessen Kopf und Ja. nicht bei dem Absender. Das ist also quasi ein anderes Kommunikationsmodell, als wir es noch in den ja, in den 70ern und 60ern hatten. Das ist quasi so, wenn man so will, ein Update. Und das ist eben total, total spannend, weil das heißt, die Entscheidung von der Bedeutung liegt jetzt nicht mehr bei dem Sprechenden, sondern Habermas macht eben ganz, ganz arg stark die Rolle des Zuhörenden. Und jetzt sind wir hier ja gerade in dieser Reihe in einem ganz bestimmten Thema und das Thema heißt Kontext. Warum sprechen Ja. wir über Habermas beim Thema Kontext? Das hat einen ganz einfachen Sinn. Habermas weist nämlich darauf hin, dass je nachdem, in welchem Kontext ich mich als zuhörende Person befinde, werde ich anderen Sinn in den Worten meines Gegenübers finden. Und das ist halt eine krasse Nummer. Mega krass. Ne, Ja. das heißt, wenn ich in einer bestimmten, wenn ich mit einer bestimmten Situation, also ich habe vielleicht eine bestimmte Hoffnung, gewisse Erwartungen, eine bestimmte Stimmung, es steht gerade irgendwas an, ich bin in irgendeinem Modus, das ist ja immer der Fall, in irgendeinem Modus bin ich ja immer, ich habe ja immer irgendeine Stimmung, irgendeinen Kontext gibt es ja zu jeder Ja. Situation.
Und je nachdem, in welcher Situation, in welchem Kontext ich mich befinde, werde ich als zuhörende Person etwas entsprechend Sinnvolles hören. Das ist ziemlich krass. Ich werde es mir irgendwie zusammenreimen. Ich muss es mal Ja. sprachlich jetzt auch so ein bisschen Stimmt. in so einer verwaschenen Form bleiben, ja? Also da sagt mir jemand etwas und es hat was mit mir zu tun, wie ich es für mich dann verorte. Das ist ja mega spannend. Ja, und das ist halt wirklich Was das das, für ein mal Aus, das was das Pferd für von ein hinten aufgezäumt. Mega, weil du kriegst ja plötzlich auch etwas mit, wie der andere für sich tickt. Ja, und wenn er dann was antwortet auf das, was ich gesagt habe, und ich denke mir so, hä, dann Ja. liegt es nicht allein daran, dass ich mich vielleicht wir ausgedrückt habe. Das kann schon auch sein, aber da spielt noch was anderes mit, und zwar, dass der andere auch aus seinem Kontext heraus gerade antwortet, wie es für ihn oder sie oder wie auch immer Ja, gerade Sinn macht. ja, Und das ja. würden wir ja, könnten wir ja einfach mal an einem Beispiel ein bisschen ausprobieren, um das griffiger und nachvollziehbarer zu machen. Ja, welchen Satz nehmen wir denn? Was hältst du denn von dem Satz, wo ist die Bushaltestelle? Wäre doch mal ein nettes Ja, Sätzchen. wo ist Wo die ist die Bushaltestelle? Bushaltestelle? So ein Ja? Satz, der im Alltag schon mal fa fallen kann, Ja, so. Dann. krass. Jetzt würde es sich anbieten, anhand dieses Satzes mal verschiedene Kontexte zu Ja. erstellen. Lass uns doch mal bei einem Liebespaar sein. Also sind zwei Ja? Menschen und der eine Partner sagt zum anderen Partner, wo ist die Ja. Bushaltestelle? Und jetzt fokussieren Genau. wir ja die Perspektive der zuhörenden Person. Also der eine Partner, der Ja, dann. die hört das jetzt. Bei der kommt es jetzt an. Genau, die Person, die das jetzt gehört hat, hat den Satz gehört, wo ist die Bushaltestelle? Also jetzt können wir natürlich kreativ werden, ja? Also können uns vorstellen, diese Person ist vielleicht gerade frisch verliebt und möchte maximal viel Zeit mit ihrem oder seinem Partner verbringen, wie dem auch sei, und kriegt jetzt so einen Satz. Und es könnte ja dann zum Beispiel sein, dass dann solche Überlegungen auftauchen wie, ach wie, du willst jetzt die Zeit hier beenden, du willst mir eigentlich gerade sagen, dass du keine Lust mehr hast oder du willst jetzt nach Hause gehen, ach Ja, bestimmt triffst du noch weil fast sie, jemand anderen oder sowas. genau, weil es da vielleicht an Geduld und Achtsamkeit fehlt, ein bisschen abzuwarten. Was ist denn der Kontext von der Person, die gesagt hat, wo ist die Bushaltestelle? Ja, weil da ist nämlich dann die Linie, wo die beiden einsteigen und derjenige will dann vielleicht eine Überraschung machen und hat einen Tisch reserviert. Richtig, also Und das. sagt dann, hey, wo ist die Bushaltestelle, dass wir da hinfahren können und wir können da zusammen ein schönes Tête-à-tête haben im romantischen italienischen Restaurant. Ja? Das heißt eigentlich Das so, weiß je aber die nachdem. andere Person noch nicht. Ja, ist spannend. Das heißt, je nachdem, was für Wünsche oder Erwartungen oder Ängste oder wie auch immer die Person, also die Partnerin, der Partner in dem Moment hat, wird sie den Satz vielleicht anders aufgreifen. Es könnte auch zum Beispiel sein, dass die Person gerade im Vordergrund so einen Wunsch hat. Ja, ich würde eigentlich auch voll gerne jetzt nach Hause gehen. So, lass auf jeden Fall mal zur Auch Bushaltestelle das gehen. könnte sein, dass dann die Person sagt, ey, cool, hast recht, schön, dich heute gesehen zu haben. Wo ist die Bushaltestelle? Du nimmst deine Linie, ich nehme meine Linie. Das könnte auch passieren. Ja, wenn wir einfach nicht die Zeit uns nehmen, herauszufinden, wo ist denn der Kontext vom anderen? Sehr interessant. Genau, und jetzt geht es ja auch gerade Reisegruppe darum, wäre auch dass. sowas. Jetzt geht es Ja. auch gerade darum, dass der Kontext der zuhörenden Person einfach den Sinn in dessen Ohren herstellt. Ja. Lass uns doch mal ein anderes Beispiel durchspielen. Also, Reisegruppe habe ich gerade assoziiert. Irgendwie war mir so danach. Reisegruppe. ja. Da sagt jetzt jemand in der Reisegruppe, in die Gruppe hinein, wo ist die nächste Bushaltestelle? Oder wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die? Wir nehmen mal das Wort die. Jetzt stelle ich Fokussieren mir mal das. vor, ich wäre jetzt die Reiseleitung und höre diesen Satz. Und es könnte sein, dass ich mit Emotionen in diesen Tag gegangen bin mit, vielleicht bin ich aufgeregt oder ich hoffe, dass ich einen guten Job mache und dann bin ich vielleicht Ja. verunsichert und vielleicht denke ich dann, die Person will damit sagen, boah, danke. Ich würde dann mal aussteigen.
Ja, genau. Mir reicht's jetzt hier. Ja. War nicht gut für mich. Ich will ja aussteigen. Oder Oder eine andere Person denkt vielleicht, hey, cool, hier wird auch an alles gedacht, wir sind hier rundum versorgt, ja, und ich kriege jetzt die Auskunft. Ja. Oder gebe jetzt die Auskunft. Toll, dass du das fragst. Ja. Danke. Danke für diese Frage. Jetzt kann ich dir mal zeigen, wie kompetent ich Genau, bin. also ich bin die Reiseleitung und ich kenne mich mega gut aus und ich kann dich total gut Genau. halten und dir Sicherheit geben, indem ich dir jetzt sage, wo die nächsten 7 Bushaltestellen von hier in allen Ich Himmelsrichtungen habe sie alle sind. auswendig gelernt. Und du wirst auf Ja, jeden Fall ja, ja. safe nach Hause kommen, ohne Probleme. Krass. Ja, und noch ein letztes Beispiel, wenn Hast du noch eins jetzt auf also Lager? eine einzelne Person an mir vorbeiläuft und mich fragt, wo ist die Bushaltestelle? Ja. Dann kommt es darauf an, also beispielsweise könnte es sein, dass ich in meinem Kontext, in meinem Erfahrungsschatz diese Ja. Person ansehe und mit Erfahrungen abgleiche, die ich selbst gemacht habe und mir so denke, boah, bestimmt ist diese Person mega im Stress und versucht, ihren Anschlussbus oder ihre Anschlussverbindung zu bekommen und muss sich jetzt da Ja. beeilen und ich muss jetzt ganz schnell für die Person da eine Information geben. Oder ich habe vielleicht sogar so ein Ja. Gefühl von, also so ein Mitgefühl und denke so, oh ja, hey, viel Erfolg, dass du deinen Bus noch kriegst. Find schnell die Bushaltestelle. Oder ich könnte auch total genervt sein und sagen so, ey, ganz ehrlich, willkommen im 21. Google Jahrhundert. Guck es. doch bitte einfach auf deiner App nach. Dankeschön. Genau. Ja. Ja. Das heißt, die eigentlich dieselbe Wow. Aussage, verschiedene Kontexte der zuhörenden Personen Ja. macht diesen Satz ganz anders. Also, das ist halt Also schon. ich glaube wirklich, die Innovation, was unser Gehirn hier massiert und wieder aufweckt und so ein bisschen wachkitzelt, ist die Tatsache, dass das Gesagte den Empfänger erreicht und der Empfänger dann für sich selbst im Grunde genommen dann, ja, etwas hört. Ja. Und es kann was ganz anderes sein als das, was ich gemeint, gedacht, gesagt habe. Es kann sein, dass diese Person mit ihrem Kontext, mit ihrem Hier und Jetzt Dasein, ja, etwas ganz anderes hört, als was ich als Sprechender gemeint habe. Finde ich mega spannend. Ja, um zu dieser Theorie noch ein bisschen Praxis zu bringen. Das ist ja eine ganz spannende Sache, wenn ich verstanden habe, dass der Sinn beim Gespräch, beim Zuhörer entsteht. Weil ich bin ja auch in der Situation, ganz oft selbst die Zuhörerin zu sein. Und das heißt, dass die Dinge, die ich verstehe, auch logischerweise durch meinen Kontext bestimmt werden. Wir haben ja das Thema, im Hier und Jetzt zu sein, mit auch in diesem Video und vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich dadurch handlungsfähig werde. Warum werde ich handlungsfähig, wenn ich im Hier und Jetzt bin? Ganz einfach, wenn ich verstanden habe, dass meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Ängste, all die Emotionen, die in mir drin sind und körperlichen Bedürfnisse etc. pp. der Kontext sind, aus dem heraus ich den Sinn finde. Warum macht es für mich Sinn? Weil ich mich so und so fühle. Wenn ich das verstanden habe, habe ich ein riesengroßes Potenzial an Handlungsfähigkeit gewonnen, weil ich nämlich den Sinn auch anders verstehen kann. Ne? Ich kann reflektieren, wie ist er jetzt zustande gekommen in meinem Kopf und wie kann ich diese Schleife auch anders binden und dementsprechend auf die Situation viel souveräner und gelassener reagieren. Ja, man muss sich das einfach nochmal sortieren, weil es ist doch sehr gehaltvoll, ja. Gut, dass du es nochmal so zusammengefasst hast, finde ich wichtig. Ja. Während ich dir zugehört habe, konnte ich das erstmal nochmal viel besser nachvollziehen. Und jetzt, wenn ich das so gehört habe, sagt die Gestalttherapeutin zu mir auch Ja, noch was, bitte. ja, die ich ja, mit dem Ohr bin ich ja auch dabei. Und hier ist es mir einfach nochmal interessant zu teilen, dass in der Gestalttherapie eben ganz viel einhergeht mit Achtsamkeit, spüren, wahrnehmen. Und wenn ich also viel spüre und wahrnehme, habe ich ja auch meinen ganz besonderen guten Kontakt zu meinen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen für mich selber. Und ich lerne gleichzeitig auch zu spüren, was geht denn bei dem anderen vor.
Und das ist das Geschenk, der Awareness, das große, große Gewahrsamsein, ja, was der Fritz Perls gesagt hat, ja. Ich bin gewahr, ich bin mit all meinem Sein dabei und nehme wahr. Sehr, sehr schön. Und ich finde, wenn wir so in Kontakt sind, tun sich gute Energien auf. Das heißt, wir bekommen auch ein Vertrauen, wir bekommen eine Freiheit, weil wir können es besser zuordnen, wir sind geübter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um dann eben auch die Handlungsfähigkeit zu haben. Ja, dass sich eben für mich daraus Konsequenzen ergeben, was ich dann dazu sagen möchte, wie ich dann darauf reagieren will. Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das an sich ist ja eigentlich was ganz Lebendiges, also etwas sehr Kreatives. Ja, das Stimmt. gefällt mir ja auch an der Gestalttherapie so gut, dass wir da immer spürbar und ganz kreativ in Kontakt sind, anders als wenn ich es nur über meine Gehirnebene mache, also es mir nur quasi sachlich vergegenwärtige. Nein, ich bin ja ganz mit meinem ganzen Sein dabei, also mit meinem ganzen Körper dabei. Und das ist ein sehr kreativer, sinnlicher Bewusstseinsakt, so will ich es gerne bezeichnen wollen. Sorry, bei mir kam gerade ein Anzeige. Kannst du das nochmal ganz kurz wiederholen? Nicht mit meinem Gehirn sein. Ja, also nicht nur darüber denken, sondern es auch spüren. Nicht nur darüber reden, sondern es auch wirklich Das heißt, wahrnehmen. Das ist eine andere da Ebene. ist man dann auch an so einer körperlichen. Also es hat ja so eine ganz körperliche Facette dadurch auch. Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall etwas, was nicht irgendwie von mir abge stoßen ist. Ich habe es nicht irgendwie verloren. Es ist nicht weg von mir. Es ist bei mir. Ich nehme mit allen Sinnen wahr. Das ist ganz wichtig. Ja, ich würde gerne im Kontext dazu auch nochmal auf dieses Buch verweisen von Thomas Ah, Hohensee. ja, wunderbar. Ein absoluter Wunderbar. Klassiker, man sieht auch schon viel gelesen in meinem Haushalt. Ja. Gelassenheit beginnt im Kopf, ist der Titel dazu. Und er geht hier auch auf diese Ebene ein, mit allen Sinnen wahrzunehmen, um also eine Bewusstheit zu haben, im Hier und Jetzt zu sein. Und was ich total schön finde hier, und deswegen möchte ich das auch gerne teilen, ist, dass er das nochmal Klar. ergänzt. Wenn ich quasi das auf der rein körperlichen Ebene abgeschlossen habe, also ich habe mich mal eine Zeit lang nur aufs Sehen konzentriert, eine Zeit lang nur aufs Schmecken, nur aufs Fühlen, nur aufs Tasten, nur aufs Riechen, habe das einfach quasi mal nacheinander zelebriert. Dann sagt dieser Autor, er gibt den Vorschlag, das auch nochmal vor dem geistigen Auge zu machen. Also ich stelle mir vor, wie Dinge riechen, ich stelle mir vor, wie Dinge schmecken, ich stelle mir vor, wie sich Dinge anfühlen etc. Und warum ich das teile oder warum ich darauf nochmal hinweise, ist, weil ich finde, es ist ein guter Brückenschlag zum Thema eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche und so weiter, weil es nämlich die Brücke schlägt zwischen körperlich außen zu nach innen und dann sogar wirklich nochmal auf der geistigen Ebene auch so, wie könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt wäre, wenn es perfekt wäre, wie würde sich das anfühlen, wie würde das aussehen und so weiter. Also finde ich das einfach nochmal als Technik auch einen sehr guten Hinweis, den er da gibt. Ja, es gibt halt eine ganz sensible Orientierung. Ja, ne? Ich bin dann sehr orientiert bei dem, was jetzt gerade hier, im Hier und Jetzt da ist. Und dadurch habe ich dann eine Klarheit und aus dieser Klarheit heraus werde ich handlungsfähig. Ja, das ist irgendwie, hat ganz viel mit Konzentration zu tun. Ja, es ist auf jeden Fall eine Kopfgeschichte. Und wenn ich jetzt noch meine Sinne dazu hole, dann bin ich als Einheit ganz und habe eine ganz andere Power, eine ganz andere Energie. Das ist schön. Ja, das so miteinander in Kombination ist der Idealfall, wenn es uns gelingt. Ja, sehr schön. Ja, das ist insofern auch wichtig, weil wenn Menschen sich unterhalten, ist es ja noch lange nicht gewährleistet, dass sie beide gleichzeitig in der
gleichzeitigen Realität auch sind. Ja, ist ja auch noch mal so eine Geschichte. Also dieses Herausfinden, ist der andere denn wirklich jetzt auch in meiner Realität oder ist er gerade woanders? Ist ja auch noch mal ein ganz wichtiger Also im Hier Aspekt, und Jetzt ja, sein der hier betrifft auch noch mal beide. dazu gehört. Genau. Und den Begriff der Empathie, der kommt mir jetzt dazu, ja. Und da finde ich es auch wieder ganz wichtig, dass wir dann mit dem gerade Erzählten gut aufgestellt sind, um uns dann einzufinden in die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen des anderen. Und ein Mensch, der mir dazu einfällt, den man aus der Kommunikationsarbeit gut kennt, ist der Erik Berne, ja, der die Transaktionsanalyse entwickelt hat. Und hier wird auch noch mal sehr schön etwas uns erklärt, und zwar diese Gemeinsamkeit zu haben, dass man wirklich auf diesen verschiedenen Modus reagieren kann, die entstehen können, wenn zwei Menschen sich miteinander unterhalten. Und das hat einen großen Einfluss darauf, wie im Hier und Jetzt ein Gespräch stattfindet. Das ist ganz wichtig. Und in der Transaktionsanalyse geht es darum, dass der Berne uns zeigt, er hat uns aufgeschlüsselt, wie eine Interaktion stattfindet. Und was er uns geschenkt hat, ist die Idee, dass eben wir alle als Menschen unterwegs sind mit drei Moduszuständen. Und zwar einmal dem Erwachsenen-Ich, dem Eltern-Ich und dem Kindheits-Ich. Sehr spannend. Also drei verschiedene Dinge, die immer wieder durchgeklappert werden, wenn ich im Gespräch bin mit jemand Und anderem. beim anderen ja ebenso. Genau. Der interessierte Zuhörer kann sich das gerne auch noch mal ein bisschen einverleiben. Da gibt es ganz tolle Literatur und auf unserer Seite noch Input dazu. Mir ist nur einfach wichtig, dass wir wissen, jemand, der im Erwachsenen-Ich ist, der ist sehr in seiner Wirklichkeit und in seinem Ich-Zustand und hat keine Verbindung zu seiner Vergangenheit. Das ist insofern wichtig, weil manchmal Dinge auch angetriggert werden, wenn wir miteinander sprechen. Also hier ist jemand ganz in seinem Erwachsenen-Ich-Zustand. Und bei dem Elternmodus, diesem Eltern-Ich, da geht es darum, dass wir etwas fühlen oder uns verhalten, so wie wir es von unseren Eltern selber kennengelernt haben. Auch sehr spannend. Ja. Und das kann sowohl kritisch wie auch fürsorglich sein, dieses Eltern-Ich. Spannend. Und dann das Kindheits-Ich, naja, da kriegen wir schon eine Idee davon. Das ist all das, was zu tun hat mit Gefühlen und Verhaltensweisen, die das Kind, die die Person als Kind für sich erlebt hat. Also als eine Person, die hat im Rahmen der eigenen Kindheit Erlebnisse und kann sich als Kind frei oder angepasst eingefunden haben in seinem Familiensystem. Und das ist der dritte Spielball bei dieser ganzen Analyse. Und was mir jetzt halt ganz spannend ist in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, dass etwas gelingt im Hier und Jetzt, ja, dann sollten wir es auf dem Schirm haben, auf welcher Ebene, auf welchem Modus bin ich denn gerade unterwegs. Ja, und auch vielleicht mein Das kann doch Gegenüber. Auswirkungen haben. Genau, es kann doch Auswirkungen haben, ne? Wenn sich zwei Erwachsene miteinander unterhalten und die eine Person vielleicht in so ein Eltern-Ich wechselt, ja, und dabei geht es dabei, sich auf einer Erwachsenenebene zu unterhalten. Das kann also sehr unglücklich dann verlaufen. Beziehungen können scheitern, wenn man das mal nicht auf dem Schirm hat, dass im Grunde genommen da noch viel Liebe oder Zuwendung oder Freundlichkeit da ist, nur dass hier kommuniziert wird auf Modusebene, die sich gegenseitig gerade stört und nicht unterstützt. Das haben wir dem Berne zu verdanken. Das kann sehr hilfreich sein, eine hilfreiche Idee dazu. Wie kann denn eine Kommunikation gelingen? Ja, und damit Ja. sind wir auch schon mit einem Fuß in dem Thema der nächsten Videoreihe. Wir haben das ja eingangs schon Ja. gesagt, dass das jetzt das letzte Video in der Reihe Kontexte ist und in der nächsten Reihe wird es um das Thema Kontakte gehen. Und zwar eigentlich um genau diese Themen. Wir sind im Gespräch mit anderen, wir sind im Kontakt mit anderen.
Dabei haben wir eine Menge Herausforderungen zu meistern. Und das ist ja im Endeffekt schon mal ein Beispiel dafür, ne? Wir sind in einem unterschiedlichen Modus und müssen aber trotzdem irgendwie miteinander auskommen. Also wie kann man das gut lösen? Im Hier und Jetzt sein ist also zusammenfassend gesagt, eine Sache, die ich sowohl mit mir selbst ausmache. Also ich kann meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche etc. reflektieren und das hilft mir, besser reagieren zu können in einer Situation. Allerdings auch meinen eigenen Modus, mit dem ich in eine Kommunikationssituation gehe und dasselbe eben bei meinem Gegenüber auch zu überprüfen, also empathisch zu sein. Und Ja. das plus die Überlegung, dass Sinn entsteht beim Zuhörer, ist natürlich schon eine ziemlich also ja, empowernde Überlegung, ne? Weil ich dadurch nämlich ganz, ganz viel Handlungsmacht dazu gewinne. Ja, es eröffnet noch mal ganz anderen Blick, einen ganz anderen Horizont und gibt einem auch noch mal eine ganz andere Handlungsfähigkeit an die Hand, wenn man das um diese Dinge weiß, ne? Das ist schon schön, ja. Wissen, etwas zu wissen ist schon gut. Stimmt. Macht die Dinge leichter. Erstmal. Absolut, absolut, ja. Cool. Okay. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Ja. Vielen lieben Dank an alle, Ja. die eingeschaltet haben. Und Ja, vielen lieben Dank, schließe ich ja, mich an. genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ja, euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.